NRW macht Druck auf ungeimpfte Arbeitnehmer. Wer ungeimpft ist und wegen einer Quarantäneanordnung vom Gesundheitsamt auf Arbeit ausfällt, für den zahlt das Land ab dem 11. Oktober keine Verdienstausfallentschädigung mehr. Das kündigte Gesundheitsminister Laumann an. Wer sich die Freiheit herausnimmt, sich nicht impfen zu lassen, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht, steht für die Folgen seiner Entscheidung selbst ein. Nicht der Arbeitgeber, nicht die Solidargemeinschaft. Ausgenommen bleiben also alle, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Wer freiwillig auf die Spritze verzichtet, könnte es bald im Portemonnaie spüren. Auch weil ab dem 11. Oktober die bislang kostenfreien Schnelltests Geld kosten werden. Apropos Tests. An den weiterführenden Schulen in NRW wird bald mehr getestet werden. Ab dem 20. September sollen Schülerinnen und Schüler dann 3 Schnelltests pro Woche absolvieren. An Grund- und Förderschulen soll es bei 2 Testungen bleiben. Schulministerin Gebauer begründet das auch mit den neuen Quarantäneregeln. In ganz NRW werden bald nur noch die infizierten Schüler selbst in Quarantäne geschickt werden, ihre Sitznachbarn nicht mehr.